Ja? Mircea Eliade hat das sehr schön herausgearbeitet, dieser rumänische große Mythenforscher, der von der Wiederkehr des Ewiggleichen gesprochen hat. Sodass wir also ein zyklisches Zeitbewusstsein hatten. Und im zyklischen Zeitbewusstsein ist das, was in der Zukunft geschieht, gleich dem, was in der Vergangenheit geschehen ist. Da gibt es gar keinen Unterschied. Und wenn ohnehin in der Zukunft immer wieder das Gleiche geschehen wird, dann kann es ja so etwas wie eine Zukunftsangst vor einer ungewissen Zukunft gar nicht geben. Nun ist eigentümlicherweise das mythische Bewusstsein zerbrochen. Wie lange das her ist, in Griechenland fängt es etwa 800 vor an, denn wir können schon in den homerischen Epen feststellen, dass Homer selber darauf hindeutet, dass der Mythos keinen Bestand haben kann. Etwa in seiner Odyssee, dass Odysseus der Einzige ist, der heimkehrt und auch am Leben bleibt. Odysseus ist aber jemand, der den Göttern Widerpart leistet. Vor allem den Göttinnen, die ihn immer wieder bezirten wollen. Außerdem aber könnten wir da bei Homer etwas ganz Eigentümliches lesen, dass Athene tätig wird, um Zeus davon zu überzeugen, dass Poseidon endlich aufhören soll, den Odysseus zu bedrängen mit furchtbaren Stürmen. Denn Odysseus würde eine Gattentreue an den Tag legen, wie es im Götterhimmel nur bewundert werden könnte. Aber im Mythos war es ja selbstverständlich, dass die Götter bestimmten, was in den Menschen geschieht. Und dass nicht etwa die Menschen selbstständig werden können und zu einer selbstständigen Gattentreue. Und dass etwa die Götter das auch noch gut finden, das weist deutlich darauf hin, dass im Götterhimmel der Widerspruch schon bereits angelegt ist. Denn die Götter, dasjenige, was Menschen aus freien Stücken entwickeln, dann auch noch belobigen, das durfte im Mythos nicht sein. Denn es ist ganz klar, dass der Mensch die Aufgabe hatte, den Götterwillen treu zu sein und dem Götterwillen gemäß zu handeln und nicht etwa eigene Vorstellungen zu entwickeln. So wie der göttergleiche Odysseus es getan hat. Deswegen hieß er so. Wir müssen uns das wohl doch so vorstellen, dass die ersten Individualitätsvorstellungen Götter besaßen. Götter waren Individuen, die Menschen nicht. Aber die Götter ja. Und die ersten, die ein Individualitätsbewusstsein etwa entwickelten, die mussten dann auch wie Götter sein. Odysseus, später bei den Vorsokratikern, haben wir es, Pythagoras wird als Gott verehrt. Es wird erzählt, dass jemand ihn beobachtet habe beim Umkleiden, dass er einen goldenen Leib gehabt hätte. Oder Empedokles hat sogar sich selbst für einen Gott gehalten, weil er der Meinung war, er könnte wirklich etwas bewirken, was nur Götter können. Das ist eine spannende Geschichte, dass also ganz allmählich mit dem Zerfall des Mythos erste Menschen auftreten, die ein Individualitätsbewusstsein entwickeln. Und das aber damit nun zugleich einhergeht, dass die Zukunft ungewiss wird und dass wir erste Orientierungsprobleme haben. Ich finde, eine der schönsten Geschichten aus dem Alten Testament, aus der Genesis, erstes Buch, ist die Geschichte vom Sündenfall, die beschreibt, wie wir uns die Vertreibung aus dem Paradies, das heißt, das Aufbrechen aus dem Mythos in eine unbekannte Zukunft vorzustellen haben. Ich denke so, dass es vermutlich deshalb passierte im Volk Israel bei den Juden, weil sie ja aus Ägypten geflohen sind. Und durch diesen Aufbruch aus Ägypten ist mit einmal die Zukunft unsicher.
In Ägypten war das Zeichen für die mythische heilige Zeit die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Es gibt davon immer noch schöne Darstellungen. Eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt und drumherum die Tierkreiszeichen. Also eine Darstellung der zyklischen heiligen Zeit. So, und nun bekommt die Schlange das Maul frei. Die Zukunft ist nicht mehr gleich der Vergangenheit. Und nun hat die Schlange die Pflicht, Eva zu beschwatzen, vom Baum der Erkenntnis zu essen, denn nun muss sie entscheidungsfähig werden, und Adam natürlich genauso, um das Lebensfeindliche vom Lebensfreundlichen unterscheiden zu können, das Böse vom Guten unterscheiden zu können. Und das lieferte ja der Baum der Erkenntnis, von dem sie gegessen hat. Und dass sie dadurch dann automatisch das Paradies verlassen mussten, ist alles ganz klar. Das ist allerdings eine solche, ein so ineinander gewobenes Gewebe, dass ich also nur staunen kann, wie damals Menschen auf diese Symbolik verfallen sind. Nicht? Und wenn man so will, versuchen wir heutzutage durch Erkenntnisse das Paradies wiederherzustellen. Alle Naturwissenschaften versuchen, durch Experimente die Zukunft vorhersehbar zu machen, die Zukunft zu bestimmen. Das ist eigentlich immer noch das gleiche Ziel. Inzwischen ist allerdings klar geworden, dass es unerreichbar ist. Wir haben also etwa mit Thomas S. Kuhn gelernt, dass alle wissenschaftlichen Bewegungen laufend durch Revolutionen so unterbrochen werden, dass wir nicht mehr daran glauben können, dass es eine absolute wissenschaftliche Wahrheit gibt und dass es ein großes wissenschaftliches Gebäude gibt, an dem Archimedes genauso mitgearbeitet hat wie Kopernikus, Kepler, Newton, Einstein und Heisenberg und so weiter. Sondern es sind immer wieder neue Grundlagen geschaffen worden, die zum Teil die alten Begriffe völlig obsolet gemacht haben, obwohl es doch die gleichen Worte sind. Wir haben also heute in den Naturwissenschaften ein unglaublich schwerwiegendes Orientierungsproblem. Das, was Kant noch oder dargestellt hat, so als geschlossenes Erkenntnissystem mit seinen Kategorien, mit seinen reinen Formen der Sinnlichkeit und des Verstandes, dieses System ist zerbrochen. Und Heisenberg hat ja in einem Vortrag 1927 in Leipzig an die Philosophen den Aufruf gestartet, ihr seid jetzt dran, ihr müsst wieder versuchen, das Gebäude der Physik wieder zu reparieren von den Grundlagen her, was bis heute nicht passiert ist. Die theoretische Physik ist ein Trümmerfeld. Es ist wirklich wahr. Es ist ein Trümmerfeld. Und weiß Gott, wie viele Leute versuchen durch ziemlich wilde Spekulationen irgendwie wieder Ordnung herzustellen. Aber solange das nicht passiert, dass wir Philosophen wieder Kontakt zu den theoretischen Physikern bekommen und miteinander zusammen versuchen, da Dinge zu reparieren, wird das nicht gelingen können. Und ich muss allerdings sagen, ich bin ja auch Physiker, als ich dann von den Physikern zu den Philosophen rüber wechselte, haben mich meine Physikerkollegen geächtet. Sie haben mich nie eingeladen, mal über irgendetwas, etwa in Kiel auf dem Kolloquium, über diese Problematik zu sprechen. Es ist wirklich ganz komisch. Also es ist ein Hiatus, es ist ein Graben entstanden, der so gut wie nicht zu überspringen ist. Ich mache gerade eine Vorlesung über Wissenschaftstheorie in Kiel an der Uni, und wo ich versuche immer wieder dazu aufzurufen, wir müssen das. Ja. Nun gut, das ist eine Seite. Das grundsätzliche Problem der Orientierungsschwierigkeiten ist also dadurch ziemlich frisch, weil wir es erst kennen, seitdem der Mythos zerfallen ist. Und das beantwortet die Frage, warum die Menschen nicht es schon längst können, wenn sie doch vielleicht 2 oder gar 3 Millionen Jahre schon auf dieser Erde wandeln. Dass es